hier zu einer weiteren, ja, Instanzvorschau. Eigentlich ist es die letzte, zumindest im normalen Modus, denn alle anderen habe ich schon. Was man machen muss hier übrigens, ist diese Laterne anklicken. Da wird man anscheinend, also bei den Nachtgeborenen ist das so eine Sache. Die sind nicht alle böse, weil die sind ja, wie ihr vielleicht wisst, früher einmal Nachtelfen gewesen. Ganz normale Nachtelfen. Und deswegen sind die da auch ja, teilweise einfach für uns sozusagen. Und diese Nachtgeborene hier offensichtlich, ich denke mal, die wird man in einer Questreihe kennenlernen, ist eigentlich für uns. Und wir sind jetzt hier in der Stadt Suramar, also wenn ihr euch das anschauen wollt, der Court of Stars ist eben ein Teil der Stadt Suramar, dieser Stadt dort. Und die wurde quasi zur Instanz gemacht. Es gibt hier Gegner, die man bekämpfen muss, ja, aber es gibt auch viele neutrale Gegner. Bedeutet also einige von diesen Stadtbewohnern, die dann eben ja keine Gegner sein werden, sondern neutral sind. Ist eine sehr, sehr insofern schwierige Instanz, weil man sich verlaufen kann. Ist ein bisschen doof. Also ich habe gestern hier mal Zeit verbracht in der Instanz und bin dabei so ein bisschen irritiert worden durch ja durch die Anordnung des Ganzen, weil das verwirrt einen extrem teilweise, wie die Instanz aufgebaut ist und man muss wirklich suchen, wie komme ich wohin und da. Aber sieht einfach toll aus, ja. Also es sieht halt tatsächlich aus wie so eine schöne. Ich kann keine Ahnung. Also ich sag mal, ist schon echt so ein Urlaubsparadies, oder? Da vorne kommt übrigens der erste Gegner, den man tatsächlich bekämpfen muss. Ist jemand von der Nightwatch Guard, ja. Also wie gesagt, es gibt halt. Ihr müsst euch das so vorstellen: Die Anführer hier dieser Nachtgeborenen haben ihre Untertanen teilweise verraten. So würde ich das jetzt mal sehen. Und ja, da muss man jetzt halt mal sehen. Man wird hier übrigens wieder gescaled. 785 ist das Item-Level, auf das man gescaled wird. Oh, hier hätte ich rausrennen müssen. Und ja, eben 110. Kein Durability-Loss und so weiter und so fort. Ja, mein Skada links übrigens sieht ein bisschen komisch aus. I know. Es kann sein, dass es nicht richtig funktioniert. Muss man mal schauen. Übrigens geil, oder? Wie ich diesen Stab hier halte. So, der da ist ein Mob, da muss man aufpassen. Der wird nämlich zu diesem Arcane Bacon gehen und den aktivieren. Da müssen wir jetzt hier mal gucken. Ah, dass wir den direkt jetzt ja, anchargen und direkt erledigen. Eieieiei, aber haben wir jetzt geschafft. Ich meine, das kennt ihr sicherlich noch aus vergangenen Tagen. Ja, da gab es das ja in diversen Instanzen sowas, so ein Element. Und jetzt endlich wieder, ich weiß gar nicht, ob ich endlich wirklich sagen würde, aber doch irgendwie schon. Irgendwie hat man es vermisst, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich irgendwie schon. Ja, also wahrscheinlich Geschmackssache natürlich, aber ich finde, es lohnt sich, was mal wieder zu haben. Ja, hier aber schon kriege ich ein bisschen was auf die Fresse quasi. Wollte man noch eine Vic-Aura geschrieben haben? Add-ons sind nämlich übrigens generell aktiviert jetzt. Wollte man noch eine Vic-Aura geschrieben haben, wo ich mir die Gebräue alle anzeigen lassen kann, aber ja, irgendwie vergessen. So. Ja, ich mache gar nicht so wenig Schaden im Vergleich zu dem Aljana. Wer ist denn das? Ach, das ist der Heiler. Okay, wir haben quasi keinen vierten DD. Ich weiß gar nicht, was der Aljana ist. Was ist das hier? Nachtelf-Druide, das sollte auch ganz gut gehen. So, wir müssen hier auf jeden Fall weiter. Ich weiß nicht genau, was der sinnvollste Weg ist. Ich sag mal, ich gehe mal hier hin. Eieiei. Warum habe ich hier die Akku nicht? Oder? Ach doch, jetzt schon. Okay, weil wir müssen halt hier hinten durch. Daher, ja, diese kurzen Lags. Ich weiß nicht genau, woher die so kommen. Das müsste man mal analysieren. Ich weiß nicht, ob die jeder hat oder ob die nur ich habe. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber ja, die nerven auf jeden Fall ein bisschen. Und ja. Was ist das jetzt passiert?
irgendwas noch gespawnt zusätzlich anscheinend. Aber ich bin ja gerest worden. Irgendwas ist da auf jeden Fall passiert, was ich so nicht habe gerne gell. Sehen, muss ich mir mal hinterher angucken. Gestern, muss ich sagen, bin ich hier recht easy und locker durchgekommen, aber da war so ein bisschen die Problematik, dass die Dingens noch nicht ganz funktioniert hat. Die Skalierung, von daher kann es auch daran liegen. Ich offen zu. So, wir müssen hier auf jeden Fall rüber. Der erste Boss ist gleich da vorne. Weiß nicht genau, ob wir den da noch machen wollen. Ja, wollen wir. Halt wieder so ein. So, mal direkt hier die nächste Gruppe. Auch wieder so ein Sentry oder was, der hier. Anscheinend. Ich weiß noch nicht genau, was das bringt, denen, muss ich ja zugestehen. Aber irgendwas, denke ich mal, wird das bringen. Sonst würden sie es ja nicht machen. So, diesmal, ich glaube, ich bin einfach gerade in einem Stand stehen geblieben. Das ist natürlich ein bisschen doof. Und ich merke gerade, ich habe keinen Sound an. Das ist auch ein bisschen doof. Weil ich habe gestern, wobei doch, ich habe eigentlich Sound. Musik, Soundeffekt. Gut, es gibt keine Musik hier, aber so ein paar Soundeffekte. Mal schon mal anmachen, weil ich habe mein Master-Volume mal wieder niedriger. So, um das Ganze mal ein bisschen zu untermauern, ja, wenn es hier schon keine Musik gibt. Wer ist denn jetzt hier der Fünfte eigentlich? Also, keine Ahnung, irgendwer taucht doch da nicht auf, oder? Nicht das falsch. Der Thea, irgendwas. Wer ist er und was macht er? Nichts, würde ich jetzt ja spontan sagen, anhand der Damage-Geschichte, aber mag sich vielleicht böse anhören. Weiß gar nicht, vielleicht ist das auch ein Add-on-Fehler. Ich meine, ich kann mal gucken, ob ich den irgendwo sehe. Überhaupt? Ist der überhaupt bei uns in der Nähe? Nee. Ja, ich meine, wenn er gar nicht da ist, ist auch irgendwie doof, ne? Wie er sicherlich mir recht geben würde. Warum hat der jetzt keinen AP-Balken mehr? Auch nervig. So. Also diese Frame-Drops, ich weiß ja nicht genau, woher die kommen. Ob die vielleicht von irgendeinem Add-on kommen, müsste ich nochmal schauen. Ich wollte hier den mal jetzt vor Kick, weil er ist ja nicht da. Keine Ahnung. Dann lieber irgendeinen anderen rein. Holen als den. Da vorne ist nämlich der erste Boss. Kann ja mal ein paar Add-ons ausmachen, aber ja, möchte ich eigentlich auch nicht. Aber ich mache einfach mal. Add-ons. Disable all. Reload UI. Und mal, wenn ich jetzt ohne Add-ons spiele, ob ich dann ja. So, Everett ist hier neu. Alles klar. Bei Demon Hunter. Machen wir dem mal einen Icon über den Kopf. Nämlich der erste Boss hier. Wenn wir mal kurz in den Adventure Guide gucken, bevor der Kampf losgeht. Lord of Stars, da seht ihr hier Patrol Captain Gerdo. Ja, Jump Remove Stacks of Arcane Cooldown. Das mache ich ja sowieso. Das ist perfekt für mich. Gain Threat on Additional Nightwatch Captain. Das ist auch leicht, wie ich finde. Gut. Ich pull den mal jetzt. Mal sehen, ob ich hier irgendwo wirklich einen dieser komischen Debuffs habe, von denen hier gesprochen wird. Die Leute standen anscheinend in dem Dingens. Doch, ah ja, seht ihr? Da muss man jetzt ausweichen. Weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. So, jetzt muss man hier auf den Bodeneffekte mal achten. Und anscheinend war es wirklich nicht on, habt ihr gesehen? Da hat anscheinend wirklich einen Add-on diesen Effekt erfüllt. Und so, jetzt hier.
gerade die Dingens, oder was? Naja. Gut, haben auf jeden Fall alle Ads. Muss ich jetzt zwischendurch auch mal immer ein bisschen heilen. Die anderen sind auch gerade gestunt worden, das ist natürlich schön. Jetzt zu. Könnten wir die langsam auch mal töten? Da wäre ich sehr, sehr dankbar. Bin ich doch gestunt worden? Verstehe ich eigentlich nicht, muss ich sagen. Jetzt kann ich mal kurz gucken, was meine Artefaktfähigkeit ist ja immer buggt irgendwie. Da könnten sie mal dran arbeiten. Wizard. Dass sie da mal irgendwas Vernünftiges einbauen. Ach, die anderen sind tot. Wovon sind die gestorben? Mitbekommen. So, endlich hat mein Springmann Sinn, ja? Einen tieferen Sinn. Ich weiß nicht genau, warum die beiden anderen tot sind. Lebt hier nur noch der eine. Ist ein Warrior, würde ich sagen, anhand der Waffen, die er so hat. Ich glaube aber, da kommt kein zusätzliches Ad mehr. Oder trinkt jetzt hier irgendwas? Heiler, gerade mal gestunt. Ja, my watch has ended. Jon Snow, that's correct. Too bad, dass die beiden da gestorben sind. Too bad. Aber immerhin sind die Frame Drops weg, ja? Das ist ja schon mal ein Vorteil. Achso. Ich hab keine, keinen Loot bekommen. Frech, oder? Was ist das hier? 810. Oh, das ist auch schön hier, oder? Mensch, da kann er sich ja freuen, indem er dass er diese wunderbare Great Legs bekommen hat. So, wir müssen hier rechts hoch weiter. Follow me, friends. I know the way. Ja, das Einzige, was bei mir jetzt hier so definitiv schiefgehen wird im Moment, ist, dass ich irgendwo auf vor allen Dingen meinen Blackout-Kick. Ohne eine Weak-Aura, ich bin ja quasi nichts. Ich meine, ihr kennt das vielleicht. Ich weiß nicht, ob ihr Weak-Aura-Nutzer seid, aber ich bin, würde ich sagen, schon nichts ohne meine Weak-Auren. Und deswegen habe ich, als der Monk da war, habe ich auch die Sachen sofort installiert. Ja. Übrigens werde ich jetzt mal kurz ein Talent wieder wechseln, weil das scheint mir irgendwie angenehmer zu sein. Ja, hier einfach rein. Kommt, folgt mir, folgt mir, folgt mir, folgt mir. Hier hoch. Und das kann einen verwirren, ja, oder? Findet nicht, da wäre es jetzt ja auch potenziell, hätte es 1000 andere Wege gegeben, wo man hier hätte reingehen können. Und die haben wir heute Nacht alle genommen, als ich das erste Mal hier war. Aber jetzt kenne ich den Weg, das ist das Gute. Und weiß, was man zu machen hat, weil es gibt gleich auch noch einen Boss. Ja, man, wer ahnt, dass man hier einfach hochgeht und dann geht man wiederum die Treppe runter? Ja, das weiß ja niemand. Ne? Kein Plan. Woher soll man das auch wissen? Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich die Instanz ausnahmsweise, normalerweise mache ich das gar nicht, aber ausnahmsweise mal vorher gemacht habe und nicht quasi das erste Mal hier mit euch zusammen. Weil auf der einen Seite ist es natürlich so, dass ja, da ein bisschen was wegfällt, ja, vom eigentlichen Standard, aber ja, dennoch ist es hier, glaube ich, ganz sinnvoll gewesen.
So, jetzt beim nächsten, der nächste Boss, wenn man den jetzt einfach so engaged übrigens, wäre das ein Problem. Weil man muss sagen, der ist ziemlich fies. Ja. Aber, wenn man jetzt halt, komm, folgt mir. Ich bin mal gerade cool, ob diese Wichtel auch da sind. Gott sei Dank habe ich immer noch diesen Heal auch. Ich muss schon sagen, also für alle, die sich fragen, was für einen Heal ich rede, weil eigentlich hat der Monk ja gar keinen Heal mehr, ist richtig. Aber es gibt jetzt eine Änderung bei Healing Elixirs. Healing Elixirs ist jetzt ein aktiver Heal. Man kann ihn quasi drücken und der hat zwei Charges. Hat einen 30 Sekunden Recharge Time und heilt euch für 15% des Damages, den ihr genommen habt. So, hallo. Was echt stark ist. So, da vorne ist übrigens der Boss. Jetzt seht ihr aber, der hat diese Advisor da, Emissaries, whatever, um sich herum. Und die muss man ihm wegnehmen. Das ist wichtig. Wenn man ihm den nicht wegnimmt, dann ist der zu stark. Der macht einfach, also, ich bin hingegangen beim ersten Mal, dachte, ah ja, locker, war da rein. 1,8 Millionen Hit direkt bekommen. Ich habe nur 1,4 Millionen HP in dieser Form. Ja, also, ups. Was hat da jetzt so viel gegeben? Keine Ahnung, aber dieses Feld scheint nicht gut zu sein. Normalerweise müsste jetzt die Frau sagen, ey, da war irgendwie ein Geräusch, da sind Leute von uns gestorben. Guck mal, dass da einer guckt. Ich weiß, das hört sich komisch an. Macht sie jetzt aber noch nicht. Okay. Hallo? Naja, versuchen wir mal die hier. Zumindest gestern, heute Nacht. Viel mehr geklappt. Vielleicht muss man da auch eine bestimmte Anzahl an Mobgruppen töten, um da reinzukommen in diese ja, in diese Phase. Natürlich auch sein. Achte mal nebenbei noch drauf, ob da oben ob die kommen oder halt auch nicht. Ja, weil dieser Enforcer hier. Ich weiß noch nicht genau, ob meine Kollegen das hier alle wissen. Aber der eine hat auch irgendwie dauerhaft volle Pain. Das kann auch so nicht gut sein. So, das ist jetzt die erste hier, die runterkommt. Wenn man den macht, und ich sag euch, wenn man keinen Plan hat, dass man irgendwas in diese Richtung machen muss. Ja, also dass man tatsächlich irgendwie Trash wegpullen muss, um dann wiederum das zu machen. Denkt man sich, wie macht man diesen Boss? Was tun wir hier? Ja, was ist da zu machen? Und das ist so eine Geschichte, die ich ganz witzig fand. Ja, hat sich meiner Meinung nach gelohnt, diese Instanz bisher. Ist eine gute Arbeit von Blizzard. Und macht Spaß, ist natürlich wie gesagt die letzte neue Instanz und optisch eine tolle. Ich weiß nicht, ob sie sie extra jetzt erst released haben, weil ja auch Suramar jetzt erst released wurde. Aber naja. Also, oder ob die einfach nicht fertig war, kann ja auch sein. Ich meine, die Suramar-Palast-Texturen hatten sie auch noch nicht die ganze Zeit fertig. Ja. Für, würde ich sagen, macht übrigens eine Demon Hunter keinen Schaden mehr drauf. Oh, die nächste Gruppe. Und ihr seht hier übrigens auch das, was ich eingangs mal sagte, dass eben nicht alle Umstehenden hier Schaden machen auf uns, beziehungsweise dass uns nicht alle angreifen, sondern hier sind diese normalen Plastbewohner, sind dann jetzt einfach wieder nett zu uns, ja? So, eigentlich müsste da jetzt der nächste geschickt werden. Aber nein, noch nicht. Hier noch, ach ja, vorne. Also, nehmen wir die mal. Weiß ich genau, ob das eine gewisse Anzahl an Trash ist, die wir killen müssen. War mir gestern auch nicht ganz so klar.
Noch sind ja, wie gesagt, zwei, also das Auge und dieser Mili. Die beiden müssen eigentlich nur weg. Vielleicht mal hier runter. Das ist Pulle. Wird das ein bisschen bitter? Ach ne, die sind ja gar nicht böse. Hallo. So, müsste jetzt eigentlich gleich der nächste kommen. Also, das ist jetzt so ein Part an der Stelle, den ich noch nicht zu 100% kenne. Genau, wir können. Achso, da ist wieder so eine Fellbound Enforcer und ich glaube, die schreit dann. Und dabei müssen wir dann eben, wenn so ein Fellbound Enforcer kommt, weil der schreit dann irgendwas und das ist dann eben die Noise, auf die hin der Boss hier jemanden hinschickt. Und ja. Oma, da seht ihr, Intruders. Ah, hier. Gar nicht mehr so viel Trash halt da. Deswegen, ich gucke schon nebenbei rum. Nachdem dieses Auge hier tot ist, wo wir noch ein bisschen Trash pullen können. So, gucken wir mal eben, ob hier irgendwo Trash noch rumsteht. Sonst ist hier hinten vielleicht einfach noch irgendwo was. Ich hoffe, die anderen kommen mir nach. Oh ja, hier. Da, dieser Fellbound Enforcer wieder. Das ist exakt das, was ich jetzt hier brauche. Der Heiler kommt auch. Ah ja, der ist er. Oh. Okay, man konnte also auch mit der. Der Statue anscheinend den Pullen. Das ist auch eine interessante Information. Also jetzt ist hier wieder mal enorm. Damage incoming. Oh, jetzt habe ich auch noch einen Schockwerk abbekommen. Dann kann man, glaube ich, auch nicht ausweichen. Das ist das Problem. Der dreht sich mit. Habe ich heute Nacht schon gehabt. Dass da, bevor ich mich da jetzt umdrehe und irgendwie Shockwave in irgendwas anderes reinjage. Ah, lass mal es lieber. So, okay. Nun der Boss, jetzt hat sie keinen Damage Increase Buff mehr. Und ja.
Gitarre ist immer noch diese Artefakt-Waffenfähigkeit vom Monk. Also die ist wirklich, wenn sie die nicht überarbeiten, die ist einfach nur irgendwie, fühlt sich super nutzlos an im Vergleich zu allen anderen Artefakt-Waffenfähigkeiten, die so andere Klassen so haben. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen weggehen. Das ist nämlich, ja, wie ihr euch vorstellen könnt, etwas, wo man rausgehen muss und nicht drinstehen sollte. Ja. So, das nächste ist übrigens dann nochmal ein bisschen, ja, wenn ich jetzt sage, dümmer, hört sich das irgendwie böse an. Aber letztlich ist es echt doof gemacht im Moment noch. Wir müssen nämlich gleich einen, Infilt, also jemanden, der hier offensichtlich ein Spion ist, finden. Und, ja, wenn wir den gefunden haben, hier übrigens irgendein Debuff, der hochsteckt. Mit dem ich mehr Schaden nehme. Kann ich diesmal nicht wegspringen. Sehr bedauerlich, wie ich finde. Aber der Boss verliert ja langsam seine sein Leben. Und ist jetzt auch wunderbar. Ja, ich kriege auch Scheiße wieder. Aber wahrscheinlich, weil ich ja schon mal hier war heute. Nehme ich mal an. Die anderen haben hier richtig abgeräumt. Relikt. Und, ja. So, jetzt müssen wir hier rein. Und, vorne die Leute ansprechen. Der Traitor ist auf jeden Fall ein Male. Und was wir hier finden. Ich weiß nicht, ob das immer dasselbe ist. Und ja. Bisschen doof. Wenn man das nämlich falsch macht, dann wird man rausgeportet. Aber hey, man wird ja danach nur für 18 Sekunden gestunt. Ach guck mal, jetzt bin ich ja so ein Mana-Süchtiger, oder? Oder einfach nur nachgeboren. Aber ich finde es cool, dass man sich mal in die verwandelt, weil die sehen cool aus, finde ich. Die rollen auch lustig übrigens. Wenn ich mit dem hier spreche. Geh einfach mal hoch. Weil gestern war er echt unten. Ah, left der Cape, also der hat kein Cape. Ja, also der ist hier nicht, aber der könnte es sein eigentlich, oder? Ah. Ich weiß, das ist total doof, ja. Da hat gerade einer irgendwie was gesagt, von wegen Follow me, oder? Ja.
Hier hat Quick gesagt. Oh, wo Quick ist? Ah, da hinten, okay. Die kämpfen, glaube ich, schon, weil die haben irgendwie Hellfire. Ah, wunderbar. Okay, hier Heiler hier. Nein. Ah, da. So, sind wir schon fast durch die Instanz, also ihr seht. Ist ein bisschen strange, die Instanz, ja. Weil sie auch wieder jetzt hier so ein paar Mechaniken hat, die so noch nicht drin waren. Weil ich sag mal, an welcher Stelle habt ihr schon mal gesehen, dass irgendwie so, ne? So, jetzt seht ihr hier, man kann jetzt auf dem Balkon. Habt ihr schon mal gesehen, dass man irgendwie 1000 Leute ansprechen musste, um überhaupt irgendwie weiterzukommen? Aber auf der anderen Seite, das hat Blizzard halt tatsächlich schon lange nicht mehr gemacht, ne? Und jetzt geht's dann halt hier weiter. Da ist der Endboss. Und das da neben, die Frau, die ihr gleich sehen werdet, das ist der vorletzte Boss aus der Raid-Instanz. Mal kurz rein und mach mal ein Foto von ihr. Kann ich mal aufhören zu sprechen? Das ist nämlich die Grand Magistrax Alexandra. Oder so. Der gerade gesehen. Und er hier selber, ja, irgendwie kann er eigentlich nichts, glaube ich. Also ich bin da halt rausgelaufen. War, finde ich, auch recht offensichtlich, dass man rauslaufen muss. Und ja, sonst habe ich da jetzt nichts großartig beachtet. Man kriegt halt keinen so einen richtig krassen. Er hat halt einen schlechten, eine schlechte Hitbox auf jeden Fall, das kann ich sagen. Auch daran bitte nochmal arbeiten, Blizzard. Also gibt's natürlich jetzt hier nichts, dass ich das sage, I know. Aber werde es ihnen dann nochmal auf anderem Wege mitteilen. Und mal gucken. Vielleicht können wir da dann. Irgendwie verwirrend hier. Also der hinterlässt anscheinend so ein paar Images von sich selbst, wo er einfach dann sehr viel seine Fähigkeiten nochmal spiegelt. Das ist natürlich ganz witzig. Grundsätzlich aber zumindest jetzt hier auf Heroic, was auch nicht schwer sein soll, das muss man mal ganz klar sagen, beziehungsweise ist Normal nicht Heroic. Ist es natürlich nicht schwer, ja. Es geht jetzt hier mehr darum zu sehen, was macht der. Und ja, da kann ich euch sagen. Oh, ich krieg Schuhe. 758. Nice. Ein 100er hat gestern hier schon mal einen 880er bekommen. Das hat mich am meisten überrascht. Ja, 758 mal 12. Das waren. Gut, das war die Instanz. Ich habe auch ein Level Up noch. Jetzt 105. Coole Sache. So 20% vom Level, würde ich sagen, habe ich hier gemacht. Und in jedem Fall danke ich euch nochmal fürs Zugucken dann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Venjen.